Hallihallo und tüdelü zusammen und willkommen zu einer neuen Runde in Grow, Song of the Evertree. So, wie ich gesagt habe, möchte ich heute das Liedfragment finden. Dazu muss ich einmal in den Ebenen des Trick, weil ich meine, hier oben war irgendwo diese mysteriöse Tür. Habe ich das eigentlich schon gelesen? Schreckliche Seuche hat das Landheim gesucht. Ja, das haben wir schon gelesen. Okay. Oh, hab ich doch nicht? Hä? Ich könnte schwören, das hätte ich schon gelesen. Kam mir bekannt vor. Oder steht überall das Gleiche jetzt? Naja, egal. Ich habe was freigeschaltet. Das ist die Hauptsache. Und wir wissen ja mittlerweile, was passiert ist. Dürre, Dürre, Dürre. Niedlich. Kawaii. So. Wo ist die Tür? Hier ist meine Mühle. Hier sind zwei Wohnhäuser. Wo war diese Tür? Oder war die doch hier oben? Ich weiß das nicht mehr. Gott. Oder war die da hinten? Ich glaube, da hinten war die. Ich spring mal über mein super cooles Restaurant. Hier war die. Ganz sicher. Fast ganz sicher. Ziemlich sicher. Gucken uns mal ein bisschen von hier aus um, wie es ausschaut hier. Ja, es ist noch sehr viel Dürre. Sehr, sehr viel Dürre, die weg muss. Weg mit der Dürre! Ich klingt doch immer alles so voll dumpf. Und selbst wenn ich jetzt hier den hier mache. Ne, dieses klingt irgendwie noch viel leiser als sonst. Und habe ich das schon gelesen? Wir sind schon wieder in den Straßen. Predigen jedem, der sich ihrer erbarmt und zuhört. Ich glaube nicht. Diese Baumpfleger rauben mir noch den letzten Nerv. Gebt die Quelle zurück und blutet den Baum nicht aus. Was für ein Blödsinn. Wir sind die Meister dieser Welt. Wollen Sie wirklich, dass wir wieder im Dreck herumwühlen? Aha. So, wir schauen mal, was wir hier machen. Machen können. Was ist das? Okay. Anscheinend können wir hier noch gar nichts machen. Sehen wir nichts. Ich meine, ist nicht so, als hätten wir nicht noch Dinge zu tun. Nee. Aber. Ich bin noch neugierig. Was hier abgeht. Muss das vielleicht da drauf? Ich denke, das muss da drauf, oder wie? Okay, ich muss da hin. Echt, muss ich jetzt so immer wieder irgendwelche komischen Vasen holen, oder? Ich hoffe, das war richtig. Mal auf die Seite, gucken, ob da die nächste ist. Also kann ich hier doch schon irgendetwas machen. Krieg ich nicht. Bestimmt nicht. Immer so viel Pech dabei. Nein! Ich habe zu früh geschwungen, Mist. So. Ich suche ja auch irgendwas ganz anderes. Oh, tschüss. Hm, die Dürre hat mich gerettet. Ist das überhaupt tief? Oh. Ja. Nami kann nicht schwimmen. Es ist tief. Richtig? Nein. Okay. Niemand will mit mir kommen. So, wir gehen trotzdem nochmal da lang. Verspottet mich jetzt die Raupe? Verspotten mich hier alle. Oje. Das kann doch nichts werden. Boah, das war... Ich wollte gerade sagen, das war knapp, aber das war, mehr als das. Ich weiß gar nicht, ob das hier richtig ist, was ich mache. Ich probiere einfach irgendwas aus, ne? Also, wo ich denke, vielleicht hilft's, hier weiterzukommen.
Oh, geschafft. Hast du den Raupe? Super Blaster! La 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 la. Ah, wundervoll. Ist das das nächste Teil? Aber das ist anders, ne? Das ist eckig. Ich brauch doch was Rundes. Das Runde ist eckige? Ich weiß es nicht. Guck mal, was ich damit machen kann. Jetzt, wo ich es hab, will ich auch benutzen. Wofür auch immer. Das ist ein Aufzug? Oh, ein Immerling! Moment, du kannst mich sehen? Ja. Yeah. Entweder das oder ich bilde mir nicht nur ein. Ich guck mal, ob es das jetzt war. Weil das hier sah so rund aus. Aber guck mal, das ist auch, ja, da ist auch ein Kreis abgebildet und hier ein Quadrat sehe ich gerade. Yeah. Ja, und den nächsten Scheiß holen. Super. Also ich muss hier diese Teile finden, diese, ich weiß nicht, was es ist. Okay. Da ist eine. Und dann der andere, oder was? Achso, da ist der. Was ist das? Was ist das da in diesen Blasen? Echt? Habe ich hier richtige Gegner, oder was? Mein Gott, das sieht kompliziert aus hier. Das ist das andere Teil. Was sind das da für Dinger? Okay, das sieht aus, als wenn wir hier jetzt was zu tun hätten. Wow. Also, ich kann ersaufen und ich kann anscheinend geblitzdings werden. Was ist das? Was bist du? Was bist du? Da ist ein Kissen. Das ist schon mal. Schranke! Hey. Ist der jetzt weg gewesen? Guten Tag. So, da ist so ein Blitzding. Und da hinten ist das alte Mann, was ich muss. An das ich ran muss. Das heißt, ich muss warten, wenn er wieder nach hinten gewandert ist, vielleicht. Was mache ich hiermit? Das. Das hier ist. Vielleicht mal ansingen? Nein. So, der verpieselt sich gerade. Aber der hat so eine dicke Blase, dass ich das gar nicht schaffen würde. Ich müsste hier richtig an der Seite entlang, glaube ich. Oder? Schaffe ich. Einfach. Hahaha. Einmal hier warten. Macht aber eine lange Runde, wa? Ah, ich wollte schon sagen, ich kann, okay. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, aber gut, es hat geklappt mit dem Schirm. Ich hab das erste Teil. Ja, und das dritte Teil. So, wo war jetzt das andere Geding? Gedingsel? Wahrscheinlich da lang dann. Was haben wir hier? Den Tod. Ach ja, natürlich müssen hier zwei sein. Super. Und dahinter ist wahrscheinlich das Item. Das heißt, ich muss gucken, der da ist etwas langsamer nach oben.
unterwegs, dass ich dem da hinterherkomme. Und wenn der dann vorbei ist, das schnell schnappen und dann hier lang wieder zurück, bevor der andere mich erwischt. Reagieren zum Glück nicht auf mich. Also ich bin denen ziemlich egal. Die gehen einfach ihre Runde, ihre Routine-Runde. Ja, schwebt mal schneller. Weg. Ah. Es hat funktioniert. Und das ist tatsächlich der etwas unkompliziertere Weg gewesen als das gerade. Haben wir die nächsten. Da wieder so ein Blitzding. Ach ja, klar. Sicher das. Das sieht immer so weit aus. Ich meine, eben war es auch nicht so weit, aber es sieht immer so weit aus. Hallo, Blitzding. Okay, das ist das nächste. Tja, wollen wir mal auf ins Vergnügen. Ups, nicht so schnell hier. Dann erstmal da lang. Okay. Das finde ich immer so cool mit diesem Schirmchen. Auch wenn das eben wirklich keinerlei Sinn ergeben hat. Oh, 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 oh! Oh. Blopp. Was war das denn jetzt? Oh, 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 oh. Komm, Mädchen, Mädchen. Gib alles, gib alles, gib alles. Warum? Wieder da rein. Okay, die ist nicht. Bist du schwer oder so? Keine Ahnung. Was soll das? Was passiert denn, wenn ich jetzt hier hochwandere? Da komme ich ja auch nicht weiter. Das ist doch kacke. Na, das muss doch hier lang gehen, oder? Bin ich irgendwo falsch abgebogen? Wohl kaum. Ah, ah. Das ist so knapp. Und warum kann Nami nicht schwimmen? In dieser optimalen Bubble-Traumwelt muss doch auch das drin gewesen sein. Wie komme ich da hoch? Ich kann ja auch nicht weiter hoch. Es geht einfach nicht. Ich kann nicht hoch. Das ist. Warum ist das denn so scheiße kalkuliert? Übersehe ich hier irgendwas? Wohl kaum. So viel gibt es hier doch nicht zu machen. Da hinten dann auch wieder hoch. Ach, leck mich. Komm, Lami, flieg und sieg. Jetzt aber, komm. Komm, gib alles, gib alles, gib. Du bist unfähig, weit. Ihr interessiert mich gerade echt, bevor ich kehre. Die Viechers. Hänge ich hier auch noch fest? Oder? Ach du Scheiße, toll. Eine Ehrenrunde, okay. Ja, läuft heute. Okay. Wieso komme ich denn da nicht hoch? Verdammt ich noch eins. Muss ich irgendwas tun? Damit sich das bewegt oder sowas? Habe ich was übersehen? Bin ich schon wieder hier? Ach, der hätte mich ja wie gesagt an einer anderen Stelle rausschmeißen können, oder? Pass auf, wir gehen erstmal den anderen Weg. Was haben wir hier? Aha.
Ja, vielleicht war das von Anfang an einfacher gewesen. Ja, man kann auch einfach diesen Weg gehen, wie man sieht. Oh Gott. Versuche ich jetzt hier auch. Ah nein, es geht nicht. Ich muss also hier lang oder was? Oder muss ich doch... Warte mal, ich gehe mal trotzdem wieder die Seite lang. Die Seite entlang. Ich meine, da ging es noch weiter, oder nicht? Ja, wenn nicht, dann ich. Da, gehen wir weiter. Boah, was? So, da ist wieder so ein Blitzding. Ah, das ist... Ist das da, wo ich eben war? Nee, oder? Oder doch? Oder nein? Oder doch? Oder nein? Doch, das ist da, wo ich eben war. Ah, ich habe ihn berührt. Okay, ich habe ihn... Wow. Wow. Ich glaube, so oft ist Nami hier noch nie draufgegangen. Noch nie. Nee, ich komme da... Aber da hinten geht's weiter. Das wäre vielleicht doch richtig. Ist das andere Ding da hinten? Ich weiß nicht, wo es ist. Wir schauen mal. Blitzding kommt. Blitzding. Ey, voll die optische Täuschung. Es ging nicht weiter. Verflucht. So, jetzt sind wir wieder an der verfluchten Stelle, wo wir echt nicht weitergekommen sind gerade. Aber das will ich auch hier. Also, ich meine, wenn ich jetzt da hinten wieder drauf komme... Oder täusche ich mich gerade? Warte mal. Jetzt komm, Mädchen. Komm, komm, komm. Oh, ich bin hier drauf. Ich fasse es nicht. Ich muss einfach nach oben gucken, dann geht's. Aber hier waren wir auch schon. Oh Gott, jetzt verlaufe ich mich hier voll. Wo ist das andere Blitzding? Kastending. Item. Gedehns. Gedehns. Da hinten bestimmt. Ich muss doch da hoch irgendwie. Hier wäre jetzt so ein Kreiselteil gut. Aber nein, da ist nur Wasser. Oh Gott. Ja, toll. Komm ich doch nie wieder weg. Gute Nami. Und tschüss. So. Here we are again. Wir springen einfach mal runter. Wahrscheinlich. Noch einen Weg. Ich darf ja nicht vergessen, auch hier gab es noch was. So, unter anderem Geschenke, die ich schon habe. Okay, das hat überhaupt nicht viel gebracht. Das Ding hier nervt. Oh, abwarten. Ja, mehr kann ich leider nicht. Das ist meine einzige Waffe. Schiefergesang. Ich muss da hin, um da hochzukommen. Ich bin die ganze Zeit von da unten, da hinten lang. Ich muss aber da hoch. Und jetzt müssen wir rausfinden, wie ich da hochkomme. Sollte ich jemals in irgendwie so einem System gefangen sein, werde ich mit Sicherheit sterben. Garantiert. Schon wieder, ey. Boah. So. Blitzding. Aha. Was ist denn? Aber
Aber jetzt sind wir wieder hier und hier will ich ja gar nicht hin. Ich will ja dahin. Wie komme ich da verflucht noch eins hin? Ich habe keine Ahnung. Oder ist das etwa das, wo ich hin muss? Ach nee, da muss ich hin, ne? Gott, ist das alles. Okay, okay, wieder zurück. Wir versuchen es erneut. Das macht doch keinen Sinn. Ich habe das Ding verloren. Ich weiß nicht mehr, wo das ist. Und das war auch total doof. So. Okay, ich muss sagen, das ist nicht ganz so easy hier. Und das war auch schon wieder ein Fail. Ach man, eben hat es geklappt im Hochgucken. Warum klappt's? Mal und mal nicht. Mal gucken, wie lange wir jetzt die Nummer noch durchziehen mit dem Sterben. Oh, 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 oh. So. Das Problem ist ja, ich muss da hoch. Und es ist schon wieder diese Täuschung gewesen jetzt. Ich komme da ja gar nicht so hoch. Wie komme ich da hoch? Ah, da war ich doch schon mal. Dann bin ich ja hochgekommen. Wie habe ich das gemacht? Ich muss da hoch, um da hinten auf die Seite zu kommen und dann da einmal um Pusemuckel anscheinend zu rennen oder sowas. Ich weiß es nicht, aber hier bin ich nicht richtig. Ach, ich hasse solche Sachen, ne? Finde den Weg. Ich will Wege finden. Das klappt immer super. Ich bin eben ja hier hoch, wo ich das erste Ding geholt hatte, oder nicht? Ist das das? Ist das die Stelle? Ha, dann habe ich sie doch gefunden. So, jetzt muss ich nachdenken. Nein, muss ich jetzt darüber vielleicht? Ich glaube schon. Das heißt, ich muss warten, bis das Blitzding weg ist. Wir warten, bis das Blitzding weg ist. Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung es gerade blitzdingst. Ich glaube, es blitzdingst gerade von mir weg. Ja. So, und jetzt lass mich nicht hängen, Kleines. Das Problem ist, das blitzdingst wieder zurück. Oh Gott. Das war jetzt so knapp, ne? Dass es geklappt hat. So, und da ist das Item. Endlich. Hoch, 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 hoch. Wir haben das Ding. Da ist die Dürre. Und da ist der Tod. Ich bin begeistert. La, 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 la. So. Puh, jetzt bin ich mal gespannt auf das nächste Rätsel. Das wird bestimmt nicht einfacher. Sicher. Alarmilein. Es hört nicht auf. Es geht weiter und weiter. Was haben wir jetzt hier? Den absoluten Endboss. Regenbogenfarben. Schön. Liedfragment der Entdeckung. Das Liedfragment vibriert in deiner Hand. Es sucht das Baumherz. Ja, dann wollen wir es mal dahin bringen. In die Baumherzkammer. Ja, das ist die Kammer der Ankunft, ich weiß. Es konnte mich jetzt nicht bewegen. Ich wollte, aber ich konnte nicht. Da ist ein, da ist ein, da ist eine Tür. Ich bade in Miora. Und einem anderen Scheiß. Ich habe eine richtig coole Brille bekommen, super. So, ab geht's. Abwärts. Zur Baumherzkammer, dass wir das da direkt einbringen und ein Stück weiter von der Dürre vertreiben, hoffentlich. Ich halte aber mal noch kurz die Augen auf, ob nicht noch irgendwelche Kisten oder Bücher sind.
mir. Das ist der Steingarten oder Teich. Teich war das, nicht Steingarten. Baumherzkammer. Ich meine, die wäre bei mir direkt an der Grotte gewesen, vom Alchemisten. Ich glaube, ich hätte jetzt auch irgendeine Tür benutzen oder Tsunami, wollte ich sagen, Katsumi holen können, um da schneller hinzukommen, aber ist doch schön, einmal schön durch Alaria laufen. Das da müsste die Baumherzkammer sein, wenn ich mich nicht irre. Das sieht schon ziemlich danach aus, als wäre sie es. Katsumi, wie ist eigentlich bei dir mit Nachwuchs? Ich glaube, wir kümmern uns auch gleich mal nochmal um Katsumi-Lein. Ich schätze mal, da, wo es gerade am pulsieren ist, muss das nächste hin oder ist es das hier? Ich habe vergessen, wie es aussah. Es wird nicht das gewesen sein, es wird das andere hier sein. Da hinten. Da leuchtet es auch grün. Grün, ne? Bedeutet anscheinend okay. Nein. Entschuldigen Sie bitte, wir sind doch hier in der Baumherzkammer, oder wie, oder was? Ach so. E drücken. Sorry. Erinnerungen des Innerbaums durchströmen dich. Die Ehrung folgten dem Lied auf großen Schiffen. Das ist mir so schnell weg. Eines freudvollen Tages kamen sie endlich auf meiner Welt an. Sie standen unter meinen Ästen und blickten nach oben. Wir bewunderten einander. Jetzt kann ich nicht mal mehr reden. Und es gab ihnen den Namen Kinder des Lichts. Ich gab ihnen. Sie verließen ihre Schiffe und bauten Häuser um meine mächtigen Wurzeln herum. Die Immerlinge standen den Neulingen zuerst misstrauisch gegenüber. Aber sie freundeten sich bald an. Oh. Sie arbeiten zusammen, lernten voneinander. Oh, das ist süß. Diese Kinder entdecken den Weg des Landes. Und die Welten auf meinen Ästen. Sie halfen den Immerlingen mein Herz, das Lied der Uralten zu beschützen. Ich war zufrieden, denn ich wusste, dass die Jünglinge der Harmonie lauschten. Und wieder ein wenig Dürre, die verschwinden wird. Sehr gut. Und er wächst auch wieder. Wunderbar. Yay. Das ist doch super. Haben wir das auch hingekriegt? Klasse. Natürlich fordern wir noch eben ein. Mal gucken, was ich freischalten konnte. Okay. Blaupause. Tempel. Sehr geil. Wir haben den Tempel freigeschaltet. Ich hätte so gerne mal das Badehaus mittlerweile. Aber das habe ich leider noch nicht. Und die Farm wäre auch mal nicht schlecht. Ich baue einen von drei Stadtgärten. Ich muss noch zwei weitere Stadtgärten bauen. Aha. Und den dritten Distrikt freischalten. Und noch ein bisschen Holz. Das mit dem Holz, das kriege ich sogar noch relativ schnell hin. Jetzt muss ich nur einmal in meine Immer wählen.
Baum fällen. Oder einfach so eine Kiste einsammeln. Ja, schön, dass wir da dem Bäumlein nochmal helfen konnten. Muss ich jetzt nochmal was machen? Irgendwie singen oder so? Nee, oder? Ich gucke mich lieber nochmal um. Nicht, dass wir hier nochmal irgendwas vergessen haben. Nee, alles gut. Alles fertig. Super, dann gehen wir zurück. Und ich würde sagen, da mache ich auch mit der Runde jetzt Feierabend, denn wir haben es geschafft. Und das Liedfragment gefunden. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr mir das mit einem Däumlein nach oben zeigt für mein Video heute. Und abonniert auch gerne meinen Kanal, um nicht zu verpassen, wie es weitergeht und ob Katsumi noch ihre Jungen bekommt. Das werden wir in der nächsten Folge dann herausfinden. Obwohl, ach komm, jetzt sind wir gerade da. Gucken, ob wir das noch hinkriegen. Weil da fehlt ja nicht mehr viel. Vielleicht tut sich ja jetzt was. Oh, jetzt habe ich nicht hingeguckt. Scheiße. Nee, ich fütter die einfach nochmal. Nee, das will sie nicht. Scheiße. Okay, dann nicht. Entschuldigung. Platz nicht gleich. Gut, keine Katsumi-Jungen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wie gesagt, ich freue mich auf euch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, eure Natzen. Bye.